Liebe Muslime, die Grundlage des Islam, die Grundlage des Islam oder die Erklärung des Islam ist, dass man die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala hat. Die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala hat. Dass man sich ergibt und dass man sich unterwirft, was Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich dem unterwirft, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und dass man dies praktiziert, indem man die Gehorsamkeit zeigt in seinem Leben. Das ist die Grunde des Islam. Islam bedeutet die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas befohlen hat, dann müssen wir das praktizieren. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verboten hat, dann müssen wir es meiden. Das ist die einfache Grundlage des Islam. Aber wenn man das nicht macht, das heißt, wenn man diese Grundlage nicht bringt, dann wird man dem Gelüst folgen. Und wenn man seinem Gelüst folgt, dann wird man alle Sünden begehen. Und noch dazu, da wird man, wal'iyadu billah, die Sünden begehen und davon überzeugt sein, dass dies, was man tut von Sünden, richtig wäre. Und wenn man diesen Weg genommen hat, dann ist man verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, die Grundlage ist die Hingabe und die Gehorsamkeit. Was dagegen ist und was natürlich das Schlimmste ist, was der Muslim von diesem Weg abbringt, ist, dass man Neuerungen in der Religion praktiziert und dass man dem Gelüst folgt. Deshalb sagen die Gelehrten des Islam, Aslu kulli shar, die Grundlage von jedem Übel, was übel ist, was schlecht ist, ist, dass man der Sunna nicht folgt und dass man dem Gelüst folgt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das, was bedeutet Gelüst hier? Das heißt, dass man der Zuneigung, was man im Herzen hat, folgt, auch wenn das gegen die Religion ist oder wenn das verboten ist. Das bedeutet, was man in der Seele hat oder was man in seine Psyche hat, da will man etwas unbedingt haben. Wenn das auch in der Religion verboten ist, dann wird man irgendwie versuchen, sich selber davon zu überzeugen, dass es richtig ist, dass man seinem Gelüst folgt und deshalb begeht man Haram. Und bei manchen, dass es so entwickelt, dass sie nicht mehr denken, dass sie Haram begehen und dass sie Schlechtes machen. Und bei Rechten von den anderen, die überzeugen sich selber davon, die beschmücken die Lage, dass sie denken, dass sie richtig sind, obwohl sie mit Sicherheit auf dem falschen Weg sind und ungerecht sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Derjenige, der seinem Gelüst folgt oder Al-Hawa folgt, und im Arabischen Al-Hawa, kommt, barakallahu fikum, von Zuneigung. Und diese Zuneigung lässt die Person in die Hölle fallen. Und deshalb sagt man, Gelüst ist Al-Hawa. Das ist, was du sozusagen selber magst, auch wenn das in der Religion nicht in Ordnung ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es bewahren. Derjenige, der Hawa folgt, der hat keine Maßstäbe mehr. Keine Maßstäbe, keine Beweise. Der hat nichts. Weil wenn man ihm sagt, so ist das in der Religion, dann versucht er irgendwie eine Ausrede zu finden, eine Interpretation zu finden, eine falsche Interpretation, Argumente, die Scheinargumente sind und keine Argumente sind, damit man nur das macht, was man dem Gelüst still macht. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Derjenige, der Gelüst folgt, der hat keine Weisheit und der hat keine Grenzen, der hat keine Maßstäbe und der hat keine Beweise. Und diese Person versucht natürlich Neuerungen zu entwickeln, komische Meinungen zu holen oder der sucht sich komische Meinungen, die mit Sicherheit falsch sind, damit man nur sich zeigt, als ob man das Gute tut, aber diese Person tut das Schlimmste. Deshalb suchen diese Leute, die Gelüst folgen, nach Themen, die so umstritten sind,
Und die reden darüber, damit sie sich nur zeigen, wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Und das kommt dadurch, dass man unwissend ist, dass man kein Wissen in der Religion hat. Und Wissen ist nicht nur, dass man die Ayat und die Hadith lernt. Wissen, es gibt noch ein anderes. Es gibt eine andere Art von Wissen, dass man weiß, dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird am letzten Tag. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Person fragen wird am letzten Tag und befragen wird, was hast du hier gemacht, was hast du hier gemacht? Es gab Koran, es gab Beweise. Warum hast du den Beweisen nicht gefolgt und warum hast du das getan? Und wenn man mit Leuten, die ihren Gelüstern folgen, zusammenkommt und wenn man mit ihnen immer ist, dann langsam, langsam, langsam wird man angesteckt von ihnen und so wird man auch seinem Gelüst folgen. Diejenigen, die Gelüste folgen, die den Gelüstern folgen, diese Leute spalten die Umma und die machen Schlechtes für die ganze Nation. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gewarnt im Koran vor diese, vor Gelüst folgen, vor Al-Hawa folgen, Zuneigung folgen. Allah hat uns gewarnt davon. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat denjenigen bezeichnet, der das Gelüst oder dem Gelüst folgte, als derjenige, der Gelüst zu Ilah genommen hat. Was ist ein Ilah? Ilah ist derjenige, den du liebst mit Vollkommenheit und du hast die Hingabe zu ihm mit Vollkommenheit. Das ist ein Ilah. Und wenn man Gelüst so liebt, mehr als die Religion, und wenn man Gelüst so folgt, mehr als der Religion, dann mehr als die Religion, dann hat man Gelüst zu Ilah erklärt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, das ist im Koran übrigens, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Siehst du etwa, derjenige, der sein Gelüst, denjenigen, der sein Gelüst zu einem Ilah erklärt hat und genommen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm mit Wissen in die Irre geleitet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch diesbezüglich, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Wenn sie dir nicht folgen und wenn sie nicht Gehorsamkeit zeigen, dann wisse, sie folgen ihren Gelüstern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Oder Gelüsten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Wenn du deinem Gelüst nicht folgst, dann kommst du ins Paradies. Aber wenn du dein Gelüst im Schlechten folgst, dann gehst du in die Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَتَّبِعَ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Folge nicht dem Gelüst, dann wird das dich abirren vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Und er hat seinem Gelüst folgt. Du, derjenige, der seinem Gelüst gefolgt hat, darfst du ihm keine Gehorsamkeit zeigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا. Das heißt, derjenige, der seinem Gelüst folgt, der denkt, dass er gut macht. Und der beschmückt sich selber sein Tat. Oder der Shaitan macht das für ihn. Aber der ist auf dem falschen Weg. Deshalb, liebe Muslime, heute in unserer Zeit, Man sieht das, wie viel das unter den Muslimen geworden ist, dass sie Gelüst folgen, Al-Hawa folgen. Und die wollen sich selber davon überzeugen, dass sie richtig machen. Es gibt bestimmte Themen in der Religion. Jeder Muslim von uns, jeder. Da braucht man keinen großen Gelehrten, da braucht man auch keinen, der viel gelernt hat, braucht nicht. Jeder von uns weiß, das sind diese Themen nicht in Ordnung. Und andere Themen, die sind in Ordnung. Jeder weiß das. Aber es gibt Leute, die die Themen, die richtig sind, als falsch erklären und Themen, die falsch sind, als richtig erklären. Und die machen das, indem sie dem Gelüst der Zuneigung folgen. Und wenn die das machen, dann haben sie den Weg verlassen. Deshalb ein Muslim hat zwei Wege. Entweder den Weg, dass du nach Koran und Sunna lebst, oder du lebst nach dem Weg von Al-Hawa. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. ثم أما بعد، يا أخوة، للأسف اليوم في زماننا لما نتكلم عن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، بعض الناس يظن أننا نتكلم في الفضاء الخارجي، أو يعني نتعصب أو نتشدد أو نأتي بشيء جديد. لماذا؟ لأن هؤلاء من كثرة الوقوع في المعاصي، ومن كثرة اتباع الهوى، ومن كثرة سيطرة الشيطان على قلوبهم، فإنهم لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر. فإذا جاءهم المعروف رفضوه، وإذا جاءهم المنكر قبلوه، وهذا تغيير للفطرة السليمة. الفطرة السليمة هي التي تقبل المعروف وتحبه، وتنكر المنكر وتبغضه. هذه الفطرة السليمة التي يجب أن تكون عند المسلم. أما هذه الفطرة غيرت لأسباب تربوية، لأسباب اجتماعية، لأسباب سياسية، لأسباب كثيرة اليوم في زماننا. فلما نأتي بالآية ونقول لهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم أولا هم العلماء قبل الحكام، العلماء وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فماذا تفعلون؟ فردوه إلى الله والرسول. انتهى الأمر. هذا قرآن، آية واضحة صريحة، نسأل الله العافية والسلام. فيقول لك كيف يعني أطيع الله وأطيع الرسول؟ ما نحن في زمان، الزمان تغير، ولا لسنا وقت في وقت الصحابة. طيب صحيح، ولكن هل طاعة الله سبحانه وتعالى، هل طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة؟ نسأل الله العافية والسلام. ويأتيك متبع الهوى ويبدأ يتفلسف ويحاول يمين شمال فوق تحت حتى يبرر لنفسه الحرام. شوف يا مسلم، بارك الله فيك وجزاك الله خير، الكلام لي ولنا جميعا، إذا وقعت في معصية كن شجاعا واعترف، إذا ظلمت كن شجاعا واعترف، قل أنا عصيت، أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لي، وقعت في معصية، وقعت في ظلم، أسأل الله سبحانه وتعالى يردني على الظلم، أسأل الله سبحانه وتعالى يهديني إلى غير ذلك. ولكن أن تبدأ تأتي بالحرام، تأتي بالحرام وتحاول أن تبرر لنفسك الحرام، فالذي يصل إلى هذا الموصل فهذا قد ضاع. نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى اسمع، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهى. الله أنزل، النبي أمر، انتهى الأمر عند المؤمن، عند المسلم الحق الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك الذي يدعي باللسان أنه مسلم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الذي ما يتبع طريق الله سبحانه وتعالى وطريق النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد ضل ضلالا مبينا. ولكن إذا اتبع الهوى يظن نفسه على خير ويظن نفسه أنه مجدد الأمة، يجدد للأمة، ويظن الأخ، يظن العلماء والأتقياء والدعاة، يظنهم هؤلاء على تخلف، ما يفهمون، هو فقط ليفهم. فإذا سألته بس أنت اللي تفهم، يقول لا أنا ما أقصد هذا، أنا رجل متواضع، ولكن في سريرة قلبه هو يظن الكل ما يفهم إلا هو، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذكر؟ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما ينطق عن الهوى،
إن هو إلا وحي يوحى. فالذكر هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة حتى يبينها للناس، حتى إذا بينها اتبعها الناس، فإذا لم يفعلوا ذلك فقد اتبعوا الأهواء، وإذا اتبعوا الأهواء وقعوا في المعاصي وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولا يغرنك، لا يغرنك. فلذلك عبد الله علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والقرآن سيكون يوم القيامة إما حجة لنا أو علينا. فاجعل القرآن حجة لك ولا تجعله حجة عليك. اتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى، وكن على الجادة والطريق المستقيم ولو أوذيت، ولو أوذيت. عليك بالصبر فإن الدرجة تكون بحسب الصبر الذي صبرته في هذه الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الصبر ويثبتنا على الحق، إنه على كل شيء قدير. ليبا مسلمة، wenn wir heute einige Ayat von Koran erklären oder wenn wir das verkünden, dann gucken uns einige Leute komisch an und sagen, was sagen diese Leute? Was erzählen uns diese Leute? Als ob wir Außerirdische wären oder als wir etwas von uns selber bringen oder dass wir uns von Gelüst bringen, obwohl das im Koran ist und in Sunna. Warum? Weil einige Leute behaupten, damals war eine andere Zeit als unsere Zeit. Das stimmt, damals war eine andere Zeit als unsere Zeit. Aber was meinen Sie damit? Sie meinen, was damals Religion war, ist heute anders geworden. Und das ist Katastrophe. Die Religion bleibt die Religion. Die Religion bleibt die Religion. Das ändert sich nicht, ob du im Nordteil der Erde bist oder im Südteil der Erde bist. Das ändert sich nicht. Was Allah herabgesandt hat, gilt. Gilt nach natürlich der richtigen Erklärung und an den richtigen, natürlich an den richtigen Leuten, an dem richtigen Ort, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gehorcht Allah und gehorcht den Propheten. Das bedeutet, macht das, was Allah befohlen hat, und macht das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Wa ulil amri minkum. Und diejenigen, die ihre Sache in ihren Händen haben, und das sind zwei, die Gelehrten, al-Ulama als Erster, weil Wissen über Regieren ist, und dann die Regierenden, wenn sie natürlich das Gute verlangen und wenn sie al-Ma'ruf verlangen. Das heißt, das, was bekannt ist bei den Muslimen, dass es in Ordnung ist. Aber wenn sie von dir etwas verlangen, die Regierenden, was haram ist, darfst du nicht folgen und darfst du nicht gehorchen, laut dieser Ayah. Wenn ihr aber dann verschiedene Ansichten, Meinungen habt, dann kehrt zurück zu Allah und zum Propheten. Wenn du heute den Leuten sagst, folgt dem, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, der sagt ihr, ja, aber das geht nicht, das ist schwer. Wenn das schwer gewesen wäre, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala uns das nicht befohlen. Aber diese Schwere, was wir haben, das ist äquivalent mit der Stufe, was man bekommen hat. Das bedeutet, wenn das schwieriger wird, dann wirst du bessere Stufe bekommen. Und wenn Allah dich prüft und du zeigst Geduld, dann wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden. Und damit Allah die Sache klärt, damit man keine große Diskussion macht, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ein Mu'min und ein Mu'mina, wenn Allah etwas beschlossen hat und wenn der Prophet etwas beschlossen hat, das bedeutet befohlen hat, dann gibt es nicht, dass sie sagen, wenn und aber oder meine Meinung und deine Meinung. Sie werden Allahs Befehl, dem Prophetenbefehl folgen. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Derjenige aber, der sich widersetzt, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Er ist irre gegangen und er hat sich geirrt, mit Sicherheit, ohne Zweifel. Das ist die Grundlage unserer Religion.
Das ist die Sache. Allah befiehlt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam befiehlt, versuchen wir das zu praktizieren. Wenn wir aber nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen, wenn wir Sünde begehen, dann müssen wir Allah um Verzeihung und Vergebung bitten, weil wir wissen, Allah verzeiht und vergibt. Aber wir versuchen nicht, das wal'iyadu billah zu begründen oder Ausreden zu finden. Allah hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam al-Dhikr herabgesandt. Wa anzalna ilayka al-Dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam al-Dhikr, die Erwähnung, und das ist Koran und Sunna, weil die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam auch von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah sagt: "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Das heißt, Allah hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das gegeben, damit er uns das erklärt. Und wenn wir das verstehen, dann praktizieren. Wenn wir aber das nicht machen, wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht gehorchen, dann folgen wir dem Gelüst. Und wenn wir das machen, wie wird Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen? Und wie wird Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützen? Wie wird Allah subhanahu wa ta'ala uns segnen, wenn wir sein Buch nicht praktizieren und seine Sunna und die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht befolgen? Wie? Deshalb, lieber Muslim, denk und geh in dir und rechne mit dir selbst ab und überlege dir: Diese Dunya ist nichts, und am Ende werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah wird uns befragen. Deshalb mach den Koran ein Beweis für dich und nicht ein Beweis gegen dich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Allahumma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina wa hadina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumat ila an-nur. Allahumma ansur al-islam wa izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa izz al-muslimin. Allahumma arham al-muslimin wa al-muslimat fi kulli makan ya rabb al-alamin. Allahumma irfa' al-bila 'anna. Allahumma irfa' al-bila 'anna. Allahumma irfa' al-bila 'anna. Allahumma arhamna bi rahmatika ya rabb العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.